willkommen aus Nordrhein-Westfalen und damit willkommen zum vielleicht Topspiel des Spieltages. Vielleicht auch nicht. Es ist heute das Spiel zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern. Es ist das Spiel zwischen den Tabellendritten und den Tabellenvierten. Es ist das Spiel, was eventuell ein Sechs-Punkte-Spiel sein wird. Um die oberen Plätze. Und damit herzlich willkommen aus Düsseldorf heute zur Partie zwischen Nordrhein-Westfalen in den roten Trikots gegen Bayern in Schwarz. Also heute ein Spiel, wo man sagen müsste, jetzt, ja, diese Partie könnte eventuell richtungsweisend für eine Meisterschaft sein. Denn beide Teams gelten als Kandidat für diese. Natürlich die Nordrhein-Westfäler eher als der Top-Favorit, aber man weiß, Fußball kann vieles ändern. Aufstellung von beiden Teams, Aufstellung von Nordrhein-Westfalen. Keine Änderung gegenüber dem letzten Spiel gegen das Team aus Schleswig-Holstein, wobei man hier 2-0 gewonnen hat. Also da wieder weiterhin zu 0 und weiterhin auch positives Ergebnis. Auf der anderen Seite sehen wir aber einige Änderungen bei dem bayerischen Team. Heute Prokrawitsch dabei anstatt Kempf. Sonst auch keine großen Veränderungen. Also, die Frage natürlich, neuer Abwehrspieler. Neuer Abwehrspieler könnte natürlich dementsprechend positiv wie auch negativ sich auswirken. Bayern im letzten Spiel mit 0:0 Sieg gegen das Team aus Brandenburg. Also bislang auch zu 0. Beide Teams haben bislang kein Gegentor gefangen. Das heißt, sowohl Ter Stegen auf der Seite der Nordrhein-Westfäler als auch Riemann auf Seiten der Bayern. Beide bislang mit weißer Weste. Mal schauen, ob sich das hier und heute ändert. Goretzka hier im Zweikampf gegen Volland. Es gibt den passenden Eckball. Ja, Regenwetter hier in Düsseldorf. Natürlich, schlechte Vektorverhältnisse könnten natürlich hier das Spiel beeinflussen. Thomas Müller hier am Eckball bislang mit 3 Toren in dieser Saison. Einer der Torschützen, die am meisten bislang getroffen haben. Aber ja, als Eckballschütze ist das schon selten, dass du dann aus der Ecke direkt ein Tor erzielst. Ist schon passiert, haben wir schon erlebt. Und das war ein guter Ball von Goretzka, der nämlich auf dem Weg Richtung Riemann ist und der ihn überwindet. Leon Goretzka mit einem Sahne-Konter. Und die Heimmannschaft führt. Und wir schauen uns das selbstverständlich nochmal an. Goretzka, ja, an der Abwehr vorbei, aus knapp 14 Metern hat er ihn reingeschossen. Keine Möglichkeit für Riemann, der war zu schnell. Der Ball war zu schnell. Der Konter war super. Und dieses Niveau haben hier wahrscheinlich alle Fans erwartet. Ausverkauftes Haus natürlich, klar, das ist hier ein Topspiel. Und Goretzka mit dem ersten Saisontreffer. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wird jetzt das bayerische Team machen in der Hinsicht? Werden sie jetzt versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen oder werden sie weiterhin ihr Spiel durchziehen? Weil bis zum Gegentor haben sie es eigentlich gut aufgezogen. Sané. Nächste Möglichkeit. Über Wirtz. Schaut natürlich, ob in der Mitte jemand frei steht. Stark dieses Mal dazwischen. Durch und Adeyemi und Götze. Raum kommt aber nicht an Henrichs vorbei. Und jetzt kann es wieder schnell gehen, denn die bayerische Mannschaft weit aufgerückt. Sané komplett frei, kann jetzt da rein flanken, tut es nicht, versucht es selbst, aber das hat nicht so funktioniert. Mit Doppelpass Goretzka, jetzt wieder Goretzka aus der Distanz und Riemann zur Stelle. Nächste weiterhin Möglichkeit für Nordrhein-Westfalen. Und der Ball rollt nicht rein. Glück hier für die bayerische Mannschaft. Ecke Gündogan, der hat es eilig. Der weiß so von wegen, gut, jetzt den Gegner möglichst unter Stress stellen, möglichst jetzt hier nervös machen. Reus mit dem Pfostentreffer.
den Gegner jetzt so schnell wie möglich nervös spielen zu lassen, zu Fehlern zu zwingen und somit vielleicht das 2:0 zu machen und somit vielleicht die Möglichkeit des Sieges zu holen. Ja, man sieht auch hier, eigentlich erwartet man hier ein gleich starkes Spiel. Aber die Hausherren führen. Müller. Und das ist Volland. Wolf. Ja, kommt hier an Gosens nicht vorbei. Kontermöglichkeit wieder über Goretzka. Wir haben vorhin gesehen, der Goretzka, der kann richtig schnell einen Sprint anlegen. Goretzka. Ja, und dann liegt da... Ja, dann liegt da einer verletzt. Gelb für Stark. Für das Foul gegen Marco Reus, der, ja, hier auch ausgewechselt werden muss. Der hier sogar ausgewechselt werden muss. Duxch kommt für Reus. Dann hoffen wir mal darauf, dass Marco Reus nicht allzu lange ausfällt. Aus Sicht der Nordrhein-Westfäler. Mal schauen, wie sich Duxch nun auf dem Flügel gestalten wird. Also Stark mit der nächsten gelben Karte. Oder besser gesagt, glaube ich, mit der ersten gelben Karte. Jawohl, mit der ersten gelben Karte in dieser Saison. 32 Minuten von der Uhr bislang gespielt. Duxch ist das. Und das ist Adeyemi, der aber, ja, direkt in die Füße von Mate passt. Sané, Kurzpassspiel. Oder besser gesagt, One-Touch-Fußball. Götze. Und das ist Raum. Raum versucht das jetzt vielleicht über die Flügel zu gestalten. Götze. Und Duxch Hummels dazwischen. Weigel. Jetzt vielleicht. Adeyemi und Ter Stegen. Adeyemi mit der nächsten Möglichkeit. In der Statistik bislang, Riemann musste sich schon viermal beweisen, während Ter Stegen sich zweimal beweisen musste. Ja, beim einen Mal musste eben auch dann Riemann hinter sich greifen. Dementsprechend dann auch die Führung eben für Nordrhein-Westfalen. Freistoß. Für das bayerische Team, Freistoß durch Volland, der ihn aber relativ schnell und kurz passt. Da hat Adeyemi, geblockt von Hummels. Und das ist Goretzka, der natürlich wieder schaut, oh, gibt es da irgendwie Anspielstationen, aber nein, gibt es nicht. Dementsprechend tanke ich mich da wieder selber durch. Goretzka auf dem Weg zum zweiten wird und Havertz 2:0. Kai Havertz, dritter Saisontreffer, 44. Und da merkt man einfach, der Goretzka, der tankt sich hier durch alle Spieler regelmäßig in dieser Partie durch. Und Havertz, ja, mit leichten Problemen gegenüber Stark, aber eben nur mit leichten, denn der läuft an ihn vorbei. Der erwartet, dass der Ball noch weiter nach unten rutscht, aber wohin denn, würde ich sagen, als hier sitzender Kommentator, der natürlich gesehen hat, dass da unten keine wirkliche Möglichkeit ist. Das heißt, Havertz hat alles richtig gemacht, Havertz macht das 2:0 und damit die Führung für Nordrhein-Westfalen deutlicher. Wie erwähnt, der Gegner ist ein direkter Konkurrent. Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt von der Seitenlinie und das lässt die Schiedsrichterin hier nicht mehr laufen, den Angriff. Also Nordrhein-Westfalen führt hier mit 2:0 gegen das bayerische Team Leon Goretzka. Aus meiner Sicht bislang Man of the Match, lässt sich nicht stoppen. Sowohl er selber hat das Tor erzielt, das 1:0, als auch das zweite schon gefühlt vorbereitet. Aber wir gucken mal, ob Durchgang 2 ähnlich laufen wird. Durchgang 2, herzlich willkommen hier aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen in den roten Trikots gegen das bayerische Team in schwarz. Nordrhein-Westfalen führt hier mit 2:0. Bislang aus meiner Sicht
Leon Goretzka der Spieler, der hier komplett den Unterschied macht. Auf der einen Seite selbst ein Tor erzielt, auf der anderen Seite eins so gut wie vorbereitet. Und ja, das bayerische Team mit einigen Möglichkeiten, ja, aber noch nicht mit der besten. Vielleicht kommt die jetzt. Adeyemi! Und Ter Stegen! In diesem Spiel hat Ter Stegen definitiv das meiste bislang zu tun. Wechsel auf Seiten der bayerischen Mannschaft durchgeht. Dafür kommt Neuhaus aufs Feld. Das bayerische Team mit einigen Chancen. Ter Stegen kriegt aber bislang alles. Nächste Möglichkeit für das bayerische Team über Neuhaus. Schiedsrichterin hat hier erstmal Vorteil gewährt. Und Nordrhein-Westfalen, die machen da ihr Ding bislang auch mit der Tabellenführung. Man muss jetzt auch auf morgen Abend schielen. Morgen Abend das Spiel zwischen den Tabellen ersten und zweiten. Um die Tabellenführung zu behalten, muss man so ein bisschen darauf hoffen, dass eventuell Hamburg dieses Spiel nicht gewinnt. Damit man selber Tabellenführer ist. Götze. Und Martip dazwischen. Das könnte jetzt vielleicht auch wieder ein Konter geben. Machen sie aber hier nicht direkt mit einem schnellen Pass, sondern eher mit einer konzentrierten Aufbauspiel. Jetzt über Sané, Havertz. Ja, erster Mann vorbei. Havertz, guter Pass auf Wirtz. 3-0. Da macht die bayerische Hintermannschaft es einfach dem Gegner zu leicht. Wirtz, Treffer Nummer 2 für ihn. Und hier am ersten vorbei, zweiten ausgelistet. Und dann war da keiner mehr bei Wirtz. Da war da niemand mehr bei ihm und der macht den dann trocken rein. Das 3-0. Wie am Anfang erwähnt, der Gegner zählt als direkter Konkurrent um den Titel. Heißt also, möglichst den Gegner auseinandernehmen, um eben sowas wie ein Torverhältnis nach hinten raus eventuell sehr gut zu gestalten. Mit einem 3-0 bist du schon mal mit einem 6-Tore-Verhältnis Unterschied unterwegs. Nächste Möglichkeit hier für Nordrhein-Westfalen. Havertz, Ball geht in die Mitte, stark erstmal rausgeköpft. Und die bayerische Hintermannschaft, ja, sie muss hier ackern und rackern und natürlich nächster Eckball. Gündogan, dieses Mal das ein bisschen entspannter. Vorhin beim Eckball war das so, dass das wirklich sehr eilig hatte, aber jetzt führen sie hier mit 3-0. Es sieht alles nach Sieg aus. Sané. Ah, kam hier nicht an Götze vorbei. Hennings. Goretzka. Und jetzt einfach den Gegner laufen lassen. Wirtz. Wirtz. Und Riemann. Nächste Chance hier. Auch wieder die Mannschaft aus Bayern ungeordnet in der Verteidigung. Aber hier beim Eckball sieht man, dass fast alle Spieler sogar mittlerweile im 16er sind. Zwei sind es nicht. Nächste Möglichkeit, Kopfball Goretzka, das wäre es hier gewesen. 62. Minute, Kopfball, ja, der war nicht schlecht, aber eben am Tor vorbei. Wechsel anscheinend bei Nordrhein-Westfalen, Henrichs geht, Klostermann kommt, heißt also ab jetzt, ja, man merkt einfach, jetzt wirklich Kräfte schonen für den nächsten Spieltag. Spieler einwechseln, die weniger Spielpraxis kriegen. Also jetzt dementsprechend vielleicht auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Das kennen wir ja schon bereits aus diversen anderen Ligen, aus diversen anderen Spielen, dass man eben bei einer 3-0-Führung auch mal so ein bisschen den Gang runterschalten kann. Vielleicht könnte das eben eine Chance sein für das bayerische Team. Über Neuhaus. Und das ist Adeyemi und Ter Stegen. Götze am Ball. Götze schießt ihn nicht, sondern versucht ihn über Adeyemi ins Tor zu kriegen. Aber auch hier wieder Ter Stegen zur Stelle. Und auch hier wieder bleibt hinten die Null. Duxch schaut, über, dass da überhaupt irgendwer in der Mitte ist. Da ist keiner. Spielt den Ball lieber auf Goretzka. Goretzka dieses Mal mit nicht
dem Überlisten der Verteidiger. Weigel. Und Neuhaus. Adeyemi. Adeyemi kommt an Hummels doch vorbei. Neuhaus und Volland. Und wieder ist es Ter Stegen. Und wiederhin bleibt es deine Weste weiß. Wechsel auf Seiten beider Seiten. Gündogan geht. Kampel kommt auf der bayerischen Seite. Wechseln sie aus. Volland geht. Berisha nun aufs Feld. Berisha ja auch ein Spieler, der in den ersten Spielen spielen durfte. Dann jetzt hier gegen Adeyemi ausgetauscht worden ist. Das hatten wir am Anfang gar nicht erwähnt. Adeyemi ja nur neuer Stürmer vorne anstatt Berisha, der hier anscheinend aber auch nicht so überzeugen konnte, wie erhofft. Und so steht es weiterhin 0:3 aus Sicht der bayerischen Mannschaft. Eine Viertelstunde haben sie noch, um hier Ergebniskorrektur, man darf es so mittlerweile so sagen, Ergebniskorrektur hier nur noch beschreiben zu können. Weil es sieht einfach danach aus, dass hier Ter Stegen heute einfach nicht zu überwinden ist. Müller. So. Kommt hier am Martip nicht vorbei. Kontermöglichkeit für das nordrhein-westfälische Team. Über Leon Goretzka, der das unheimlich langsam angeht. Richtung Eckfahne sogar raus, aber am Ende dann doch die Flanke gewählt hat. Und so dann nicht einfach viel Zeit von der Uhr genommen hat. Wolf. Und wieder Adeyemi. Aber auch da wieder Leon Goretzka. Nach hinten gelaufen. Spielball erobert. Und so den gegnerischen Angriff unterbunden. Kampel. Raus in Richtung Flügel. Aber der war dann noch ein Ticken zu hoch. War ein Ticken zu hoch. Wechsel auf Seiten von Bayern. Danic kommt nun aufs Feld für Pongradovic, der eigentlich ja heute sein Debüt gefeiert hat, aber das so nicht funktioniert hat, wie er wünscht. Neuhaus. Und Gosens dazwischen. Kontermöglichkeit, 5 Minuten vielleicht vor Schluss. Vielleicht machen sie hier noch das vierte. Wirtz und Goretzka, ausgespielt, Duxch und Goretzka, Latte! Nichts Angriff, dieses Mal geblockt und es ist einfach manchmal so ein kleiner Fluch, das Aluminium. Und wieder Goretzka, wieder im Mittelfeld, der macht hier, der tut hier. Havertz, starker Pass auf Duxch und dann wieder das Aluminium. Nachspielzeit 2 Minuten. Das wird wahrscheinlich der letzte Angriff des bayerischen Teams. Über Thomas Müller, der auch bei 3 Toren steht. Also der hier vielleicht sein viertes heute machen wollte, aber es anscheinend nicht geschafft hat. Gosens erobert sich den Ball gegen Neuhaus und dann war's das. Nordrhein-Westfalen gewinnt mit 3:0 im direkten Duell gegen das bayerische Team. Ein wichtiger Big Point. Damit stehen sie bei 9 Punkten nach 3 Spielen. Und jetzt müssen sie eben drauf hoffen, dass es eben morgen Abend im Spiel zwischen Hamburg und Niedersachsen keinen Sieger gibt, um den Tabellenführung zu kriegen. Wirtz wird hier als Man of the Match gezeigt. Aus meiner Sicht ist es Leon Goretzka, aber das ist eben Ansichtssache. Nordrhein-Westfalen gewinnt hier mit 3:0 gegen das bayerische Team. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein.